Hallihallo. Nachdem Tulpen so begehrt sind und im Frühjahr will jeder Tulpen, habe ich gedacht, ich mache heute mal eine richtig schöne Tulpenidee. Es gibt noch auch schon ganz viele Tulpenvideos von mir, aber heute gibt es mal was ganz Neues. Vorher zeige ich euch noch einen richtig schönen Auftrag mit Lilien und dann gibt es noch ein kleines Update zu den Körben. Ach, und frohe Botschaft, es gibt ja doch immer wieder was Schönes. Bei meinem Händler sind doch in der Tat noch, das sind aber jetzt, glaube ich, dann wirklich die letzten. So, die letzten Korbsets aufgetaucht auf dem Regal, ganz oben mit dem Gabelstapler runtergefischt. Und ja, also es haben ja viele von euch schon bekommen, alle waren begeistert. Ihr könnt noch anfragen und ich hätte noch Kapazität. Ja, also müssen wir uns ein paar kreative Ideen ausdenken. Wir haben eine Bestellung mit Lilien. Hier habe ich ganz viele Lilien. Und die werden jetzt hier im Friseursalon ausgesetzt, weil da wird ganz viel geföhnt. Und da stelle ich die jetzt den Kollegen hin und freue mich, dass die schön warm sind. Das Problem ist, dass Lilien unglaublich lang brauchen, bis sie sich öffnen. Und durch Licht und durch Wärme werden die geöffnet. Und wir haben die jetzt extra in zwei Vasen verteilt, wo die ein bisschen locker stehen. Dass wenn die sich öffnen und ein bisschen mehr Platz brauchen, dass die nicht so eng stehen. Aber ich werde die alle zwei, drei Tage hier kontrollieren. Nach vier, fünf Tagen Wärme fangen sie endlich an, sich zu bewegen. Aber wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Und man sieht hier, die Spitzen fangen schon an, sich zu öffnen. Also heute ist Mittwoch, aber am Samstag müssen sie dann in Höchstform glänzen. Und dazu kann man ja ein bisschen nachhelfen. Und die Spitzen ganz vorsichtig, ganz leicht öffnen. Aber die Wärme tut gut und ich lasse die jetzt mal weiter hier stehen. Seht ihr auch, wo die stehen? Weil wir bekommen die wunderschöne Wärme im schönen Friseursalon Erhard in Königstein. Vielen Dank fürs Haareföhnen und Wärmen. So, ich habe euch ja mitgenommen bei den Lilien, die im Friseursalon so schön vor sich hin blühen. Und wir sind jetzt hier in einer ganz tollen Location. Das ist das Schlosshotel in Kronberg. Ein märchenhaftes, wunderschönes, historisches Hotel. Hier hat die Kaiserin Friedrich residiert. Und hier wurden auch die Filmaufnahmen für den Film Spencer gemacht, die Innenaufnahmen. Und ich zeige euch jetzt mal andere Innenaufnahmen. Ich habe euch gestern bei der Produktion nicht mitgenommen, weil da hatten wir zu viel zu tun. Hier sind nochmal zwei richtig schöne, üppige, große Blumensträuße, die überreicht werden. Und das sind die Tischgestecke. Und diese Lilien, die sollen also so richtig schön üppig auf den Tischen stehen. Und des Weiteren kommt dann auch hier ein lebendiges Tulpengesteck auch jeweils auf den Tisch. Aber innen, in diesem schönen grünen Salon im Schlosshotel, da nehme ich euch gleich nochmal mit, weil ich muss jetzt erst nochmal flitzen und dekorieren und da brauche ich ein bisschen Zeit. Also bis gleich in dieser schönen Umgebung mit diesen tollen Bäumen. Es ist wunderschön hier. Hier ist der letzte Teil der Blumenorgie, das ist nämlich der Lieferanteneingang und die Wegen, mit denen ich jetzt die Blumen aus dem Festsaal noch geholt habe. Und das ist jetzt natürlich auch die Aufgabe des Floristen, diese ganze Pracht zurückzuholen. Viel machen kann ich damit natürlich nicht. Vielleicht freut sich noch jemand ein bisschen drüber, aber die Gläser müssen gespült werden. Und es ist jetzt Sonntag und ich freue mich, wenn die alle wieder schön gespült in ihren Regalen stehen und ich alles bewältigt habe. Aber das sind dann auch noch mal mindestens eine Stunde oder anderthalb extra, die eigentlich keiner sieht, ne? Ich habe heute so wunderschöne, gefüllte pinkfarbene Tulpen mitgebracht und rosa Ginster
rosa Pink Ginster, der duftet so ganz fein, ja, der hat so ganz so, der ist so ganz spielerisch. Und dann habe ich noch, weil es muss ja immer noch mal was mit Zweigen oder was Natürliches dazu. Mein Gedanke heute ist, ich stecke die Tulpen in Steckschaum, aber nicht in dem grünen Steckschaum, wo wir natürlich immer versuchen, die Basis zu verstecken, sondern wir nehmen heute den schwarzen Steckschaum. Und ich habe da jetzt mal einen Steckschaumring einfach mal schon mal eingeweicht. Ja, der ist jetzt, hier sieht man auch, ich habe den in den Eimer geworfen. Die Hälfte ist eingeweicht. Ich drehe den jetzt auch mal, dass der ganz durchweicht. Und ich auch bei Steckschaum, ich drücke die nicht unter Wasser. Ich lege die einfach da rein. Lass die schön ziehen, ja, und die sind eigentlich auch relativ schnell durch, weil früher musste man die tatsächlich über Nacht einweichen, weil da hat es so lange gedauert, aber auch der Steckschaum, der hat sich so verbessert. Das ist echt der Wahnsinn, was sich da so getan hat. Das sind richtige Quantensprünge. Ja, und jetzt nochmal zum Unterschied zu dem grünen und dem schwarzen. Also bei dem grünen Steckschaum, da haben wir ganz oft, Moment, muss ich mal kurz holen, da haben wir ganz oft schöne Blätter genommen. Und haben dann mit den Blättern, also egal ob mit großen Efeublättern oder Galaxblättern, haben einfach die Basis dann mit Blättern abgedeckt. Ja, und mein Spruch ist ja immer, man soll die Technik nicht sehen. Und bei grünem Steckschaum würde ich das auch tatsächlich so machen. Ja, also den kann man auch immer gut benutzen. Aber heute gibt es mal wirklich was Neues. Heute gibt es mal die schwarzen Steckschaumringe. Das heißt, den grünen, den tun wir jetzt weg. Der kommt ein andermal wieder zum Einsatz. Und heute habe ich, wie gesagt, hier diesen schicken schwarzen, der eigentlich wirklich auch so ein gestalterisches Element ist und von dem man ja auch ruhig die Basis noch sehen kann. Ja? Und deswegen habe ich beschlossen, dass ich heute mal schön eine lockere, luftige Arbeit mache. Nur mit Tulpen, mit ein paar Flechtenzweigen, mit ein bisschen Ginster und gar nicht jetzt mit viel Grün. Ja, vielleicht noch eine Efeuranke, aber das war's dann. Ja, und sonst auch nichts. Unser Steckschaumring. Der ist mittlerweile auch schon durchgeweicht. So, den muss ich mal rausholen. Der tropft natürlich schön. Wenn man sowas hat, wenn der jetzt so schön nass ist, ja, dann gehe ich immer her und lege erstmal ein Tuch drunter. Dann seht ihr es aber nicht so schön. Nein, ich lasse mein Tuch weg. Also wenn ihr es zu Hause macht, dann legt ihr ein Tuch drunter. Ich lasse es jetzt weg, weil so kann man das natürlich viel schöner sehen. So, dann tue ich den Eimer erstmal wieder weg, dass die Bahn frei ist. Und was ich dann auch mitgebracht habe, das sind ganz tolle Flechtenzweige. Die sind also, haben diese schönen, ja, diese schönen natürlichen, diese tollen Flechten. Und ich liebe es auch, wenn die so verzweigt sind. So, ach, das sind trotzdem noch fest. Ja, also hier sieht man auch so schön dieses Grünliche. Und ich nehme diese Flechtenzweige und lege die, ja, ich mache das jetzt einfach mal so ganz lässig. Ich tue die Zweige auch gleich wieder weg. Ich habe zuerst gerade überlegt, ob ich so hinlege, aber ich fand zum Beispiel jetzt die Seite schöner. Warum? Weil der Zweig ja eigentlich fast in die Richtung zeigt, ja. Und ich lege den auch so, dass der, so wäre der rausgelaufen, dass der Zweig eigentlich mit der Schwungform von dem Kranz mitläuft. Und ja, jetzt arbeiten wir mit den Tulpen. Das Schöne ist an Tulpen, die lassen sich natürlich toll biegen. Ja, und das ist genau das, warum ich gesagt habe, dass ich so schön in der Schwungform mit den Tulpen arbeiten kann. So, und die kann ich also nur so reinlegen. Und ich würde das erste Blatt würde ich auf jeden Fall mal abschälen und dann. Und dann stecke ich die Tulpen in den Steckschaum, ja, stecke sie ein bisschen rein und lege diese Tulpen in meiner Arbeit entlang. Und dank dieser schönen Steckmasse
Dank dieser schönen Steckmasse ist es also auch überhaupt kein Problem, dass man die Steckmasse sieht. Ich denke, dass es ganz gut ist, wie man hier sieht, die Tulpe kommt natürlich nach oben. Auch an manchen Stellen die Tulpe dann auch zu drahten, ja, und an die Flechtenzweige zu drahten und einfach mal so ein bisschen so, und dann bleibt die auch liegen. Ansonsten gibt es auch Tulpen, die wollen tatsächlich, wenn man die gesteckt hat, die wollen auch dann, die strecken am nächsten Tag ihre Köpfchen nach oben. Wenn die Tulpen das machen, das tun nicht alle, dann kann man einfach die Tulpen auch abschneiden und dann mit dem Kopf kurz stecken. Ja, zeige ich euch mal gleich anhand von einer. Aber ich brauche ein paar Drähte, um die Tulpenköpfe zu fixieren. Ansonsten lassen sie sich nicht so schön in diese Form legen. Schön ist auch, wenn die Tulpen dann hier ein bisschen, wenn die nochmal hier innen entlang laufen, die füllen also das Ganze auch sehr schön mit Leben. Und man kann auch mal so einen ganz kurzen Tulpenkopf stecken. Was ihr auch noch merken werdet, ist, wenn man Tulpen steckt, man sollte sich eine kleine Steckhilfe suchen, ein Holzstäbchen, das einen ähnlichen Durchmesser hat wie die Tulpe, weil manchmal lassen die sich gar nicht so toll stecken, die haben nämlich weiche Stiele. Ihr steckt einfach mit einem Hölzchen vor und dann steckt ihr die Tulpe hinterher. Bitte relativ weit unten fassen, gefühlvoll, und schon ist sie drin. Ja? Also wenn man die zu weit oben fasst, dann macht es klack und dann bricht die Tulpe ab. Also ich stecke jetzt bewusst nochmal 2, 3 Köpfe nur hier oben rein. Je mehr Laub noch an der Tulpe dran ist, desto schwieriger ist es natürlich auch, desto schwieriger ist es, dass die Tulpe schön mitläuft. Der Stiel läuft immer mit. Aber das Laub nicht. Ja, das Laub stand jetzt manchmal ein bisschen raus. Das heißt, ich habe einfach das Laub genommen und habe es entweder mit Draht fixiert. So. Oder ich habe es eben abgemacht. Ja, ganz einfach. Wenn man da noch außen gern möchte, dass es auch füllt und dass es nochmal so blumig ist, dann muss man einfach auch mal die Tulpe kurz schneiden und den Kopf einfach so reinmachen. Ich habe mir noch mal eine schöne blumige spielerische Kleinigkeit habe ich hier noch mal, und zwar das sind Ginsterblüten. Die sind jetzt relativ kurz, aber diesen Ginster kann man auch sehr schön einfach mitlaufen lassen und hat damit so eine blumige Spielerei. Ihr seht, ich schneide immer jeden Stiel schneide ich mit dem Messer frisch an, damit die, weil so wie der jetzt, wenn der vielleicht mal von dem Hauptstiel nur abgerissen ist, so kann ich das nicht stecken. Ja, das heißt, und dann, wenn ich das jetzt frisch mit dem Messer anschneide, ein frischer Anschnitt, dann habe ich einen sauberen Anschnitt und der Ginster ist auch mit Wasser gut versorgt. Die meisten Gestecke vertrocknen übrigens. Viele Leute denken immer, ein Gesteck braucht man nicht wässern. Nein, auch ein Gesteck braucht Wasser. Und es muss auch alle paar Tage, möglichst an der Spüle, muss es nachgewässert werden, dass die Steckmasse schön nass ist. Und wir sagen immer, an die Spüle gehen ist das Beste, weil wenn da natürlich das Wasser drüber läuft, das Risiko ist ja hier definitiv gegeben, dann macht es überhaupt nichts aus. Dann lässt man es über Nacht trocknen und kann es am nächsten Tag wieder schön auf dem Tisch dekorieren. Also ich achte bei allem, was ich jetzt mache, achte ich immer auf die Form, auf diesen Schwung beim Einfügen.
So. Und wie gesagt, manchmal brauchst du vielleicht ein bisschen Draht, um die Blüten dran zu drahten. Aber vieles kann man wirklich auch so sehr schön stecken. Ich würde jetzt noch eine Sorte Grün, ja, ich habe wirklich kein Grün benutzt, würde eine Sorte Grün tatsächlich jetzt noch benutzen. Und da habe ich jetzt schöne Efeuranken. Das ist jetzt nur mein, ohne diese hübsche Steckmasse in Schwarz zu verdecken, das ist jetzt mal ein schöner Abschluss. Ich nehme den Efeu, stecke den in die Steckmasse rein, ja, und gehe mit dem Efeu hier so um diesen Kranz drum herum. Und was ich mit dem Efeu natürlich super schön machen kann, ist, ich schneide auch hier wieder den Efeu an und stecke ihn auf der anderen Seite wieder in die Steckmasse rein. Ja, das heißt, ich brauche also gar keinen Draht, um den zu verankern, sondern ich schneide den einfach zweimal an. Ja, dann mache ich mir das Leben ein bisschen leichter. Und dann nehme ich noch eine zweite Ranke und stecke auch die. So, also entweder kann ich sie irgendwo in die Zweige rein verschlingen, ja, dass sie eh schon fest ist. Das mache ich jetzt auch in dem Fall. So, und ich würde sagen, fertig ist. Fertig ist mein Blütenkranz. Ich habe überlegt, ob ich die auch noch reinmache. Aber ich finde, die Arbeit braucht diese Ornithogalum gar nicht. Das sind sehr, sehr schöne, ausdauernde Blüher. Das brauchen wir gar nicht. Ich lasse die weg, weil ich möchte diese pure Arbeit mit den Tulpen und mit dem Ginster, ich möchte eigentlich diesen puren Charakter überhaupt nicht verändern. Ja, und so ein schöner Kranz mit Tulpen gesteckt, lässt sich natürlich auch eine Weile nachstecken. Und ja, ich finde ihn total stylisch. Ich finde diese schwarze Steckmasse echt cool. Ich finde die echt toll. Und ich hoffe, dass es euch auch gefällt. Und das Interessante ist ja auch, ich habe auch gar nicht so viel Tulpen verwendet. Ja, wenn ich das auch nochmal zähle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich habe 13 Tulpen verwendet und ein bisschen Ginster. Und habe damit eigentlich eine unheimlich wirkungsvolle Arbeit gemacht und es ist aber mit wirklich moderatem Blüteneinsatz. Warum? Wegen der Flechtenzweige, ja, wegen dem Efeu und einfach wegen dieses Arrangements. Es ist immer die Art, wenn ich jetzt 13 Tulpen in die Vase gestellt hätte, dann wäre es nicht so ein Hingucker. Aber ich wollte euch ja Hingucker zeigen. Das ist ja immer das Ziel der Videos und deswegen freue ich mich einfach, dass ihr wieder dabei wart und freue mich auch auf die nächsten Videos mit euch. Tulpen, es wird weitergehen mit Tulpen, gibt noch viele tolle Tulpenthemen. Es ist Frühling und ich wünsche euch super viel Spaß beim Nachmachen, Suchen der Flechtenzweige, Spaß mit den Tulpen und überhaupt am Leben. Bis bald, alles Liebe von eurer Margit. Tschüss!